Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Eiskaltbox von Luciano. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Eiskalt von Luciano. Wir haben, bevor wir die Folie abmachen, hier einen Aufkleber. Und hier steht, limitierte Fanbox, Boxnummer 1711, inklusive CD-Album plus Instrumentals, Niki Santoro EP, Loco Squad Kette, T-Shirt, Poster und Sticker Set. Okay, finde ich schön, speziell das mit der Nummerierung, also der Sticker, ja gut, gibt uns Info darüber, was in der Box ist, aber gerade diese Nummerierung finde ich gut, weil es einfach ein kleiner Bonus ist oder die Box doch etwas persönlicher macht, weil man wirklich genau weiß, okay, meine Nummer ist die, in dem Fall 1711, und man dann doch irgendwie ein bisschen, ja, so komisch das klingt, einen persönlicheren Bezug dazu hat. Okay, wir öffnen das Ganze mal, schauen mal, was sich darin befindet. Das heißt, wir machen die Folie mal ab, dann spiegelt das auch nicht mehr so. Sehr gut. Gut, der Sticker bleibt dran. Der ist gar nicht auf der Folie, umso besser. Also, wir haben hier eiskalt Luciano stehen. Die Form bzw. die Oberfläche ist, wie der Name schon vermuten lässt, Eis. So eine Eisstruktur, die sich wie komplett durchzieht. Hier haben wir dann noch Loco Squad, das Logo. Auf der Rückseite haben wir Credits und Barcode. Ansonsten nichts, also wirklich diese Frost, diese Eisoptik zieht sich wirklich komplett durch. Dann schauen wir mal hinein. Also wir haben hier 1, 2, 3 Sticker. Einmal Instrumentals zum Album. Die Bonus-EP. Das Album, die Halskette bzw. der Anhänger, das T-Shirt und das Poster. Box von innen glatt weiß. Machen wir mal wieder zu. Und nachdem hier echt jede Menge eingeschweißt ist, und zwar wir haben hier einmal ein T-Shirt, nehmen wir das mal raus. Dann haben wir die Tonträger ebenfalls eingeschweißt, alles hier befreien. Dann die Frage, wo wir am besten starten, weil das Ganze relativ ohne so große Nähte verschweißt, ohne diese Rückstände. Aber hier geht's jetzt. Also das ist die Bonus-EP von Niki. So, dann haben wir die Instrumentals zum Album, diese ebenfalls verschweißt. Okay, und dann natürlich das Album an sich. Dieses werden wir ebenfalls noch befreien und dann kommen wir auch schon wirklich zum Inhalt. Alles nicht so einfach. So, aber jetzt. Gut, jede Menge Plastik. Das ist das Album Luciano Eiskalt. Wir sehen hier Luciano auf einem, ja, auf einem Späti, auf einem Kiosk Tresen sitzen, neben ihm ein Husky, der wirklich, ja, wie ein Wolf aussieht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Stone Island Jacke gefällt mir gut. Eiskalt Luciano. Hier nochmal eiskalt und hier ist scheinbar der Kühlschrank abgebildet. Ja, genau. Hier haben wir den Kühlschrank. Also, sehr ungewöhnlich. Keine
Tracklist hier zu lesen. Hier ist der Kühlschrank, das Hauptmotiv, die Tracklist hier unten. Wir haben 12 Tracks und wir haben zwei Features auf 12 Tracks, und zwar einmal Niki Santoro und einmal Chases. Ich muss ehrlich sagen, meine Favoriten sind eher die ein bisschen ruhigeren Tracks, also Nummer 4 Vorankommen, absoluter Lieblingstrack zurzeit, also auf dem Album. Und dann noch Track Nummer 11 und Track Nummer 12, Geh mein Weg und Mehr als du. Also speziell die bisschen ruhigeren, deepen Tracks haben sie mir auf dem Album angetan. Siehst du, das zweite Album dieses Jahr schon von Luciano. Sein Debütalbum war ja Banditorino. Ist ja im März 2017 erschienen. Und jetzt im November Eiskalt. Cover kennen wir. Dann haben wir wieder den Hund, den Wolf. Luciano. Zwei Hunde. Und auch hier wieder vor diesem Regal, vor diesem Kühlschrank, das wir hinten auf dem CD-Cover hatten. Weitere Tracks. Da wird wahrscheinlich Jack Daniels aus dem Plastikbecher getrunken. Wieder der Hund. Der Wolf. Und dann haben wir hier die Credits. Alles klar. Die CD ebenfalls in dieser Eiskalt-Optik. Luciano, Eiskalt lesen wir hier. Und hier hinten wieder Loco Squad, das Logo. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Ebenfalls in dieser Eisoptik, Luciano, Eiskalt, Instrumentals. 12 Tracks an der Zahl, klar. Und die CD sieht so aus. Das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir noch die Bonus-EP. Und zwar lesen wir hier Niki Santoro, der Gagash. Und hier eine blutverschmierte Hand mit teurer Uhr und goldenem Siegelring. Schaut aus wie ein Schraubenzieher. Also sieht so aus, als hätte diese Hand jemandem wehgetan, als hätte diese Hand mit diesem Schraubenzieher irgendjemandem Schmerzen zugefügt. Und hier oben auch wieder ein Glas Whisky inklusive Eiswürfel. 4 Tracks an der Zahl, anscheinend alles Solo-Tracks. Ich habe in die EP noch nicht reingehört, meines Wissens war die nicht auf Spotify, sondern ist wirklich lediglich in dieser Box zu haben. So sieht das Ganze aus, also auch hier wieder die Hand auf dem Cover. Okay, dann haben wir 3 Sticker an der Zahl. Einmal Kreisform Loco Squad in dieser Eisoptik. Dann Eiskalt, hier quadratisch. Und dann haben wir noch diesen Sticker hier. Okay, also in Schwarz-Rot im Querformat. Sehr schön. Dann haben wir ein Poster, dieses doppelseitig bedruckt, schöne Größe, und zwar haben wir einmal im Hochformat das Albumcover, also hier Luciano inklusive Wolf auf dem Tresen sitzend, und was mich besonders freut, wir haben hier auch noch eine Unterschrift, also hier mit goldenem Stift unterschrieben das Poster, und auf der Rückseite Loco Squad im Querformat. Also je nachdem, welche Seite ihr bevorzugt, könnt ihr natürlich aufhängen. Dann haben wir die Kette, beziehungsweise den Anhänger. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier eine Metallkette mit diesem Anhänger hier. Loco Squad, also das Logo, diese AK hier in dem Metall oder in dieser Silberoptik. Kette sieht so aus. Ist auch entsprechend großzügig gestaltet. Ja, ich wollte gerade sagen, die hat keinen Verschluss. Doch, hat sie. Die hat einen Verschluss hier hinten. Ihr kennt das, wie das so üblich ist. Kann man das dann hier öffnen. Und einfach
dann die Kette aufmachen oder Größen verstellen. Was allerdings spannend ist, man hat hier noch so einen Ring, wie so ein Schlüsselanhänger. Das bedeutet, diejenigen, die das nicht als Halskette tragen wollen, können das dann auch entsprechend als Anhänger, Schlüsselanhänger, wie auch immer tragen. Gefällt mir gut. Und dann haben wir zum Abschluss noch ein T-Shirt. Mit sehr bunten Farben, mit sehr farbenfrohem Aufdruck. Also schwarzes T-Shirt. Und hier haben wir das Albumcover abgedruckt. Luciano Eiskalt, Loco Squad 030, also Berlin. Schauen wir kurz. Ja, Neckprint ist keiner vorhanden. Was spannend ist hier, man sieht sogar noch die letzten Fransen. Hier wurde das Etikett herausgetrennt. Dafür haben wir hier etwas eingedruckt, und zwar Loco Squad, Size L, 100% Cotton, Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Und dann haben wir einfach hier noch die Waschhinweise. Okay, schauen wir uns nochmal kurz an, wie das im Detail aussieht, speziell auch in Kombination mit der Halskette. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben jetzt hier das Cover auf dem T-Shirt abgedruckt. Luciano Loco Squad 030 lesen wir hier. Und unten noch eiskalt. Luciano mit dem Wolf auf dem Tresen. Und das Ganze dann in Kombination noch mit der Halskette. Hängt natürlich jetzt genau über dem Gesicht. Aber ja, an sich auf jeden Fall ein T-Shirt, was ins Auge sticht. Rein jetzt so vom Schriftzug, erinnert es mich ein bisschen so an AC/DC, so von diesen gezackten Schriften, also von den gezackten Buchstaben. Und ja, auf jeden Fall ein Blickfang, auf jeden Fall was ins Auge springt und kann man gut tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann diese Halskette bzw. der Anhänger mit Loco Squad Anhänger. Wir haben drei Sticker an der Zahl, einen kreisförmigen, einen quadratischen und einen Querformat. Die Bonus-EP von Niki Santoro, der Gagash. Die Instrumentals zum Album Eiskalt, ebenso wie die EP in der Papphülle. Doppelseitiges Poster, einmal im Hochformat und Querformat, das hochformatige Cover-Poster unterschrieben. Und dann das Album an sich Eiskalt. Das alles in dieser wunderbaren Box, Eiskalt von Luciano. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Luciano unterstützen möchtet, dann findet ihr Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.